Der kürzeste Krieg der Welt dauerte nur 38 Minuten. Geführt wurde er 1896 zwischen Großbritannien und Sansibar. Das Vereinigte Königreich hatte bereits 6 Jahre zuvor die Schutzherrschaft für die ostafrikanische Insel übernommen. Unterstützt wurde die Kolonialmacht ab 1893 auch vom sansibarischen Sultan. Als dieser 3 Jahre später verstarb, übernahm sein Cousin die Kontrolle und forderte die Unabhängigkeit Sansibars. Daraufhin erklärte Großbritannien dem neuen Sultan den Krieg und am 27. August 1896 um Punkt 9 Uhr eröffnete deshalb eine britische Flotte ein verheerendes Feuer auf seinen Palast. Zwar war die sansibarische Armee mit etwa 2800 Mann der britischen fast um ein Dreifaches überlegen, allerdings verfügte Großbritannien über weitaus fortschrittlichere Waffen. Deshalb endete der Krieg bereits nach 38 Minuten mit 500 gefallenen sansibarischen Soldaten und ohne britische Verluste. Sansibar blieb bis 1963 eine britische Kolonie.